Wir haben hier tatsächlich noch ein Baku-Video offen. Das haben wir uns das letzte Mal nicht angeguckt. Epic Stun kriegt den Hals nicht voll. Ich muss sagen, bei Epic Stun ist von diesen Minecraft, von diesen komischen Minecraft-Leuten, ist ja, finde ich, noch der normalste. Deswegen bin ich gespannt, ich bin jetzt sehr gespannt, auf das Video dann geht. Was geht? Wie einige von euch mitbekommen haben, habe ich im letzten Video ein Gewinnspiel gestartet. Ihr konntet einen 30€ Amazon-Gutschein gewinnen. Gewonnen hat Why Me. Solltest du dieses Video also sehen, melde dich einfach bei Instagram bei mir. Der ist schlüssig. Da klären wir dann. Boah, Alter, er hat's geschafft, Mann. Der hat's geschafft. Ich habe deinen Kanal das erste Mal gesehen, als Kronifor auf dich reagiert hat. Toll. Wieder durch Kronifor. Damals habe ich dich zwar schon gefeiert, aber mein Abo hast du durch den Chasnero-Push bekommen. Alter, wirklich wieder durch den Chasnero-Push. Patrick, ich grüße dich, Bruder. Schön, dass du da bist, mein Engel. Seitdem feiere ich dich unnormal. Merke, dass deine Videos immer besser werden und ich finde dich auch immer sympathischer. Baku, vernachlässige niemals deine Kontakte, die sind wichtiger als Videos. Es ist besser, wenn mal ein Video später kommt, als wenn du einen Kumpel versetzt. Sehe ich genauso, ne? Muss ich auch sagen. Ich habe ja Baku, oder ich habe schon mal drauf reagiert, als Baku gesagt hat, er möchte regelmäßig, also er möchte sich Videozeiten machen. Das heißt, dass Baku zweimal in der Woche sozusagen ein Video macht, einmal sonntags, einmal dienstags, was weiß ich, ungefähr so. Und da habe ich auch schon gesagt, Baku macht das nicht, du setzt dich nur unter Druck, das ist nie gut. Bei mir, da klären wir dann alle restlichen Dinge. Also mit Feiergott ich werde easy. Hin und wieder solche Gewinnspiele mal einwerfen, also haltet die Ohren steif, Kollegen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Heute müssen wir ganz stark sein. Wir gucken uns nämlich einen YouTuber an, der kurz vor der 1 Million Abonnentengrenze steht. Es geht um Epic Stun. Hey Leute, mein Name ist... Ich dachte Real Talk, dass Epic Stun schon länger die 1 Million erreicht hat. Dachte ich. Epic Stun und mit dabei ist heute Katja. Hallo. Einem Minecraft-YouTuber, der seit 6 Jahren auf dieser Plattform mehr oder weniger aktiv ist. Sein Content besteht hauptsächlich darin, ausgedachte Minecraft-Geschichten so kindergerecht wie nur möglich zu gestalten, da man dabei mit dem geringsten Aufwand den größtmöglichen Gewinn ausschöpfen kann, da die Jüngsten unter uns leider viel zu selten Dinge hinterfragen und oft vieles einfach so hinnehmen. Man kann es ihnen auch gar nicht so wirklich verübeln, in dem Alter denkt man über so viele Dinge auch gar nicht so wirklich nach. Aber kommen wir jetzt zum Kanal von Epic Stun. Er lädt nahezu jeden Tag Videos hoch, die länger als 10 Minuten gehen. An sich ist das ja auch überhaupt gar nichts Verwerfliches. Verwerflich. Warte mal ganz kurz, wie sind die Aufrufzahlen? Alter, das ist schon krass, ne? Was ich halt nicht ganz verstehe ist, na gut, das sind die Videos mit Kata wahrscheinlich oder mit mehreren Personen. Hier ist nämlich auch, die Videos haben einfach hier über 80.000 Aufrufe. Es ist sehr schwankend, die Aufrufzahl bei ihm. Also das verstehe ich Real Talk gerade nicht ganz so, warum die Aufrufzahlen so mega schwankend sind. Hier 47.000, hier 133.000. Hoch, die länger als 10 Minuten gehen. An sich ist das ja auch überhaupt gar nichts Verwerfliches. Verwerflich finde ich es allerdings, wenn man selbst bei so inhaltslosen Videos es überhaupt gar nicht schafft, die 10 Minuten mit halbwegs interessanten Inhalten zu füllen, sodass man gezwungen ist, eine 2 bis 3 Minuten Endcard einzufügen. Ich finde, by the way, gerade eben wirklich, und in letzter Zeit musste ich das bei vielen YouTubern kritisieren, dass die Hintergrundmusik wirklich scheiße ist. Bei Baku muss ich gerade eben sagen, die Hintergrundmusik ist mega geil gewählt. Also weiß ich nicht, ich finde es mega, mega fresh. Um das Video mit Werbung voll zu knallen, bis der Arzt kommt. Beispiel gefällig, im Video, wir kaufen das teuerste Bienennest im Simulator, geht das eigentliche Video 8 Minuten 16 und ab dann läuft die Endcard bis 10 Minuten 6. Oder bei dem Video, ich baue einen Trollbrunnen und klaue Diamanten, geht das... Ja, das macht er schon lange, ne? Ich habe damals auch schon mal ein Video zu Epic Stun gemacht, da habe ich das auch schon angesprochen. Das ist auch schon 1,5 Jahr her, als ich das angesprochen habe, glaube ich. Es ist eigentlich krass, oder? Der zieht das die ganze Zeit durch und die Leute feiern das. Das eigentliche Video 8 Minuten 29 und ist gestreckt bis 10 Minuten 7. Ich meine, das Video war an sich wirklich gar nicht so schlecht. Leider war nur zu viel Inhalt vor der Endcard. Wie schwer kann es denn sein, die Videos mit wenigstens etwas Inhalt zu füllen, damit man ganz normal auf die 10 Minuten kommt, ohne das Video so... Aber mich würde es mal wirklich von euch auch interessieren. Also bewertet mal auf einer Skala von 1 bis 10. Schreibt mal wirklich eure Meinung rein. Wie schlimm findet ihr es, wenn man sein Video bis zu den 10 Minuten so streckt? Also 2 Minuten strecken oder so. Oder 3 Minuten strecken. Wie würdet ihr das verurteilen? Würdet ihr schon sagen, es geht gar nicht? Ist so das Schlimmste ist halt 10 von 10. So eher harmlos ist so 1 von 10. Wäre eigentlich mal ganz interessant. Dreckig zu strecken. Ich meine, selbst Straßendealer strecken ihren Stoff nicht so krass wie du.
Wie schon vorhin Alter. Bereits erwähnt, hinterfragen Wild. Kinder so etwas gar nicht und merken nicht, dass es hierbei nur ums Geld geht. In den Kommentaren findet man kaum kritische Stimmen dazu und auch die Bewertungen der Videos lassen zumindest den Verdacht offen, dass so etwas vollkommen egal ist. Aber lieber Epicstan, YouTube kommt ja auch dir demnächst entgegen, indem man die Videos mit Minimum 8 Minuten Länge mit Werbung ja, total zupflastern kann wie die Straße. Also weiß by the way jemand, wann das geschieht? Mir hat YouTube auch so eine E-Mail geschickt. Aber ich habe gerade keine Ahnung mehr, wann das war. Ich dachte Ende Juli. Berlin, ich bin da mal gespannt, wie lange dann deine Videos ab dem Moment gehen werden. Wollen wir wetten? Wie bereits erwähnt, richten sich die Inhalte von Epicstan ausschließlich an Kinder. Denn alles ist ja auch so lustig und macht so viel Spaß. Dabei verstellt der Typ seine Stimme bewusst, um so kindlich wie nur möglich rüberzukommen. Oh, dafür bekomme ich 100 Coins. Das macht richtig toll viel Spaß. Und warte mal, Katja, bist du auch eine... Wobei ich tatsächlich... Also im Real Talk, ich muss halt wirklich sagen, ich finde bei Epicstan... die Videos an sich noch nicht mal schlimm. Also auch wie er die Stimme verstellt, das ist nicht so hardcore asozial wie Dandy oder wie ein Eiterbeule, der so übel reinschreit oder ein Alphastein. Bei ihm, das ist halt wenigstens noch angenehmer Sound. Natürlich ist es cringe, keine Frage, Mr. Klenk, aber ansonsten geht's halbwegs noch. Eine kleine Biene, das ist wirklich so doll gruselig und manchmal, ich treffe ihn ein bisschen, das klappt richtig doll gut und zack und zack und wir haben das Dorf hier wirklich richtig doll gut. Also ich frage mich allen Ernstes, welcher 10-Jährige außer Fatih Brate heutzutage noch so redet? Kommt man sich da nicht selber dumm vor? Ich meine, du und Dreamtan seid beide Anfang 20 und bedient euch bewusst durch manipulativer Werkzeuge, um daraus die höchstmögliche Revenue zu generieren. Sorry, ihr könnt mir auch überhaupt gar nicht erzählen, dass es euch in irgendeiner Art und Weise Spaß macht, für eure Videos in die Rolle von 5-Jährigen zu Tobi, springen. Ich danke dir. Aber schauen wir uns doch mal zur Abwechslung ein Meisterwerk von Epicstan an. Gucken wir dann mal, ob er Chancen in Hollywood hätte. Wir finden Sirenenkopf in Minecraft ist mit Abstand das Dramatischste, was ich in meinem ganzen Leben... Ja, aber das ist halt krass. Also, man denkt immer so, wo ist die Minecraft-Bubble? Wer sind die Leute, die das schauen? Und Real Talk, diese Leute, die das schauen, sind wirklich, und das ist kein Witz, das sind Grundschüler. Ich habe damals im Heim gearbeitet, also ich hatte Praktikum gemacht und habe dort gefragt, ja, da hat einer gesagt, ja, ich gucke YouTube und sowas. Da habe ich gesagt, wen guckst denn du so? Und der so, ja, so Chaos-Flow, so Arazul, wo ich mir gesagt habe, Chaos-Flow, also beim besten Willen, ich wusste nie, wie die Leute aussehen, die Chaos-Flow schauen. Dann wusste ich es. Und ich muss aber sagen, das war ein ganz, ganz lieber. Aber ich hab ihn so gefragt, ob er überhaupt versteht, was Chaos so sagt. Und der hat so gesagt, ja, der redet manchmal einfach viel zu schnell. Ich kann das nicht ganz verstehen, aber der ist voll cool. Okay, wir machen weiter, let's go. Minecraft ist mit Abstand das Dramatischste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Carter und Epic sind in einem Dorf unterwegs und ein Dorfbewohner erzählt Carter, dass in der Nähe ein Sirenenkopf unterwegs ist. Der Sirenenkopf, der abgesehen davon Siren Head genannt wird, ist eine fiktive Gestalt, die durch ihr gruseliges Aussehen gerade bei Kindern vermutlich einige... Hast du gesehen, dass ich Dude und Baku getroffen haben? Ja, habe ich gesehen in der Instagram-Story. Habe ich auch direkt drauf kommentiert. Die Ängste auslöst. Es ist ein Wesen, das Angst. In den Wäldern seine Bahnen zieht und alles und jeden umbringt, der ihm zu nahe kommt. Da bietet es sich natürlich an, ebenfalls auf dieses Thema aufzuspringen, um diese Klicks mitzunehmen, wenn man sieht, dass diese Videos gerade im englischen Raum bei Minecraftlern ziemlich gut ankamen. Naja, die beiden kommen aus dem Haus und natürlich steht da ein übergroßer Sirenenkopf. Hier noch ein bisschen. Oh, Katja, da ist der Sirenenkopf. Was denn hier los? Jetzt könnte man ja meinen, dass hier irgendwas Spannendes passiert und man zumindest nicht in die Nähe des Sirenenkopfs kommen darf. Peinlich wird es nur, wenn man sieht, wie Epicstan direkt zu den Monster hinrennen kann und es einfach gar nichts passiert. Noch lustiger ist es jedoch, wenn man vergisst, die Stelle rauszuschneiden und man im nächsten Cut wieder im Dorf steht und die ganze Zeit sagt, dass man nicht zu nah ran darf. Und dass er ja so gruselig aussieht und die beiden ja so sehr Angst haben. So durch große Batschenball. Bitte uns wegstätzeln, alle Sirenenkopf. Alter, das wird immer gruseliger, ne? Jetzt gibt es mittlerweile schon Sirenenköpfe. Damals gab es noch Momo, den Killer-Clown. Mittlerweile sind wir schon bei Minecraft-Sirenenköpfe angekommen. Und das ist schon der creepy Shit. Holy moly. Magic Storm, grüß dich. Und schau bei Katja, der Sirenenkopf sieht wirklich so doll, ne, gruselig aus. Ich habe richtig Angst, Katja. Dabei bewegt sich Siren Head nicht mal einen Meter vor oder zurück. Die beiden bauen eine Mauer und vernichten ihn dann einfach so. Top. Also ja, wirklich, 10 Minuten hätte man nicht wirklich besser füllen können. Ich habe gerade Steven Spielberg angerufen, er braucht dringend noch einen Storywriter, du solltest dich auf jeden Fall bei ihm melden. Eine andere Sache, die in mir den Autisten getriggert hat, ist einfach das Wort insgesamt.
Das ist wohl Epic Stunts Lieblingswort insgesamt, denn er lief das einfach überall ohne Zusammenhang rein insgesamt, aber schaut selbst insgesamt. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst hier insgesamt, habe schon ein bisschen Hunger hier insgesamt. Hier, warte mal, dann geht's hier weiter insgesamt. Ich bin mir nicht ganz sicher insgesamt. Was ist denn hier los insgesamt? Ich warte mal, siehst du ihn hier schon insgesamt? Hey, was denn hier? Alter, wie viele immer Bruder Digger sagen und er sagt einfach insgesamt. Also, das ist ja jetzt auch ein Wort, was du jetzt nicht unbedingt nutzt hinter jedem Satz, den du sagst. Hier los insgesamt, du zeigst jetzt der Zack ab ins Haus insgesamt. Slime, ja, die ist im Razor Kong. Richtig, richtig doll groß insgesamt. Weggeschnetzelt, der ist wirklich richtig doll mies und fies. So, der Sirenenkopf ist wirklich so doll mies und fies. Moment mal, ich baue mich hier ein bisschen rüber insgesamt. Die Spinnen kommt zu uns. Ich glaube, die kommt zu uns. Moment mal, der Sirenenkopf ist wirklich richtig doll mies und fies, weil du wirst weggeschnetzelt, du Sirenenkopf. Du bist so doll mies und fies. Spinn, was denn hier los insgesamt? Der Sirenenkopf ist wirklich so doll mies und fies. Ich brauche einen goldenen Apfel. Ist doch goldenen Apfel insgesamt. Und hier sind sogar ein paar Hexen insgesamt. Dagegen kann man jetzt auch wirklich. Alter. Der hat gerade einfach 10.000 Mal hintereinander insgesamt gesagt. Also wirklich, wie kann man denn in einem Video so viel insgesamt sagen? Negatives sagen, aber ich finde es halt mega lustig insgesamt. Man muss doch selber merken, dass das einfach keinen Sinn ergibt, wenn man das Wort permanent einwirft. Ich finde es, by the way, sehr seltsam, dass YouTube selbst hier nicht erkennt, dass sich diese Videos an die Jüngsten richten und dass die Kopper-Regelungen hier überhaupt gar nicht greifen. Alleine von der Aussprache, der Wortwahl und der komplett simpel gehaltenen Inhalte ist es doch offensichtlich, dass hier bewusst kleine Kinder angesprochen werden. Prinzipiell soll mir das egal sein, aber da sieht man, dass YouTubes eigenes System nicht komplett durchgängig greift. In den Richtlinien zur Einordnung der Videos sollte man nämlich berücksichtigen, ob die Inhalte sich beabsichtigt an Kinder richten oder ob die benutzte Sprache auf Kinder ausgerichtet ist. Meines Erachtens nach trifft das hier definitiv zu. An sich finde ich so einen Content gar nicht so verwerflich, wie es eventuell rüberkommt. Allerdings finde ich die Mittel, denen er sich bedient, sehr, sehr fragwürdig. Das Strecken seiner Videos mit wenig Inhalt oder einer dreiminütigen Endcard ist wirklich das allerletzte. Und die Art und Weise, wie er durch das Verstellen seiner Stimme die Zuschauer manipuliert, ist nicht die feine englische Art, um es mal freundlich auszudrücken. Man kann... Ja, wobei ich sage, ich muss wirklich mal zugeben, bei... Also Epic Stunt macht das ja schon immer mit der Stimme. Wirklich schon immer. Auch bevor die ganzen Über-Cringe-Leute am Start waren. Also Epic Stunt hat damit ja schon fast begonnen. Ich muss aber sagen, bei Epic Stunt, das ist der einzige von diesen Cringe-Leuten, die man sich wenigstens noch geben kann, weil der Cringe ist nicht so overloaded wie bei einem, was weiß ich, Alphastein, Eiterbeul oder so. Ja, Videos für Kinder erstellen, aber dann füllt diesen Content doch auch mal mit sinnvollem Inhalt oder einer interessanten Geschichte. Ey, Scheiße, ich will das gerade jetzt bei hier Minecraft öffnen. Sind der Kreativität doch gar keine Grenzen gesetzt. Aber... Was macht man nicht alles fürs Geld, vor allem wenn man den Hals nicht voll bekommt? Man versucht mit minimalstem Aufwand jeden Tag das Maximum rauszuholen und gerade bei Kindern scheint das ja auch richtig gut zu klappen. Also ich freue mich jetzt schon auf die lol, du hast nur 10 Kabos und Epic Stunt hat 28 Millionen, der ist besser. Wenn ihr also eure Gehirnzellen effektiv verbrennen wollt, kann ich euch den Kanal von Epic Stunt sehr ans Herz legen. Wie findet ihr die Endcard von Epic Stunt? Findet ihr auch, dass es das Beste an seinen Videos ist? Schreibt es mir jetzt unten in die Kommentare. Haut rein! Also wieder ein sehr cooles Video von Baku, muss ich sagen. Hat auch wirklich Spaß gemacht, sich das anzugucken. Man muss aber sagen, jetzt rein inhaltsmäßig, also krass gefrontet hat es nicht. Das war halt jetzt nur eine kleine Kritik, auch wegen der Endcard und wegen dem insgesamt. Aber ansonsten, wie er auch schon gesagt hat, so vom Content her ist das jetzt nichts Schlimmes oder so. Und mit den Kopper-Regeln, ich weiß nicht, wie die Regelungen generell bei Kopper so sind, wie es da ausschaut.